In diesem Video habe ich ein interessantes Projekt vor. Das hier ist eine Grafikkarte, die nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Am besten schaut ihr selbst, denn Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Ja, so kann es auf dem Monitor aussehen, wenn die Grafikkarte kaputt ist. Oh Mann. Mit diesem Pixelbrei kann man die Grafikkarte natürlich nicht mehr nutzen. Und vielleicht habt ihr ja mal davon gehört, dass man die Grafikkarte durch Backen wieder reparieren kann. So absurd das auch klingt, die Grafikkarte in den Backofen zu schieben und sie damit durch hohe Temperaturen wieder flott zu bekommen. Und das möchte ich halt in diesem Video mal austesten, ob das bei so einer Grafikkarte hier funktioniert. Das ist eine alte Nvidia GeForce 4 Ti 4200 mit AGP-Anschluss. Ich habe sowieso nichts mehr zu verlieren bei der Grafikkarte. Ja, noch schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden. Außer die Grafikkarte gibt kein Bild mehr aus. Aber auch so kann ich die ja schon nicht mehr nutzen. So, den Lüfter nehme ich vorher nochmal ab. Ebenso wie das Anschlussblech. So, und dann kommt hier der Grafikchip zum Vorschein. Gut. Ich hatte auch noch diese Grafikkarte hier, eine alte ATI Radeon 9200. Die macht es auch nicht mehr. Ich habe hier sogar noch eine 9200 SE. Aber mal sehen, ob ich diese Grafikkarte hier durch Backen auch wieder flott bekomme. Schiebe ich sie dann auch nochmal in den Ofen. Ich habe hier den Kühlkörper vom Grafikchip bereits entfernt. Denn den möchte ich nicht unbedingt mitbacken. Ich habe heute etwas Gewagtes vor. Und zwar habe ich alte Hardware. Naja, die habe ich mir mal aus einem alten Computer ausgebaut. Und die möchte ich auf Funktion überprüfen. Ja, hier ist eine PowerConnor ATI Radeon 9200 verbaut. Mit AGP-Anschluss. Mit diesen Anschlüssen halt. Ich werde sie hier über VGA an meinen Monitor anschließen. Dann hat sie hier S-Video und diesen F-Bus. Dann versuche ich mal, das System zu starten. Mal gucken. Ja, okay. Das hört sich nicht so gut an. Bild kriege ich nicht, also das scheint kaputt zu sein. Ah, des Weiteren funktioniert dieses Mainboard, ein ECS Elite Group K7S5A, nicht mehr. Ich weiß nicht, was es hat. Es funktionierte die ganze Zeit und dann auf einmal ging nichts mehr. Aus diesem Grund, da das Mainboard ja sowieso jetzt kurioserweise kaputt gegangen ist, stecke ich das dann auch noch wieder in, auch noch mal in den Backofen. Ein altes Mainboard mit einem Sockel A für AMD Athlon Prozessoren. Die BIOS Batterie habe ich schon entfernt, da ich nicht weiß, was passiert, wenn man Batterien mitbackt. Und das habe ich auch nicht unbedingt vor, auszuprobieren. Das kommt dann auch noch mit in den Backofen. So, ich denke, der Ofen ist vorgeheizt auf 200 Grad und ich backe die Grafikkarten jetzt bei 200 Grad für 10 Minuten. So, schnell die Sachen reinlegen. Ich hatte noch ein bisschen Backpapier hier reingelegt. Ja.
Gut. Vielleicht andersrum reinlegen. So. So, jetzt erstmal das Mainboard. So. Und die Grafikkarten noch dazu. Schön hier bleiben. So. So. Habe ich dazu. Und dann Klappe dicht. So, 10 Minuten. Ja, ich packe jetzt also die PC-Sachen. Mal gucken. So, die Backzeit ist um. Mal gucken. Hm? Weiß nicht, ob ihr den Dampf hier seht, aber das ist alles echt. So. Die haben jetzt hier für 10 Minuten bei 200 Grad gebacken. So. Dann müssen die Sachen erstmal abkühlen. Dafür lege ich sie einfach nach draußen. Ist ja momentan auch kalt. Ja. Dann will ich die mal nach draußen bringen. Es riecht ein bisschen streng, aber gut, wenn man lüftet, dann geht das, denke ich mal. So, jetzt ist der spannende Moment gekommen. Hat meine Backaktion wirklich was gebracht oder ist das alles nur Unfug mit dem Backen? Das schaue ich mir jetzt an. Die Grafikkarten lagen für eine halbe Stunde draußen. Bei 1,5 Grad ist das aber auch ausreichend. Die waren schon ganz schön kalt gewesen. So, dann bringe ich hier frische Wärmeleitpaste auf die Grafikchips auf und dann den Kühlkörper und dann verbaue ich sie in einen Computer. Dann gucken wir mal, ob ich Bild rausbekomme. Und das hier ist das Mainboard, was ich in den Ofen geschoben habe. Ja, die Aufkleber hier, die haben nicht so gut gehalten. Na, auch hier. Aber mal sehen. Hat die ganze Aktion denn was bei meinem Mainboard bewirkt? Das kläre ich jetzt. So. Mal versuchen, das Ganze hier zu booten. Mal gucken. Okay, ich bekomme immer noch kein Bild. Also bei dem Mainboard hat es schon mal nicht geholfen. Das ist also tatsächlich kaputt. Kann man also auch nicht mehr durch Backen reparieren. Doch nun zu den Grafikkarten. Die ATI Radeon 9200 ist in meinem Computer verbaut. So, einschalten. Aha. Ihr seht, ich bekomme ein Bild. Und es ist hundertprozentig die gebackene ATI Radeon 9200 verbaut. Es hat den Anschein nach, also entweder sie hat schon immer funktioniert und ist durch das Backen nicht kaputt gegangen, oder aber ich konnte sie durch das Backen retten. Jedenfalls die 9200, die ich gebacken hatte, funktioniert. Wie ihr seht. Also es ist tausendprozentig die Grafikkarte im PC verbaut, die ich hier gebacken habe. Also das ist jetzt kein Scherz.
Ich würde euch auch niemals belügen, denn das bringt ja sowieso nichts, irgendwas zu verleugnen. Und dann macht es der andere nach und stellt fest, es funktioniert ebenfalls nicht. Und das ist ja auch nicht hier der Sinn und Zweck meiner Videos. Gut. Jetzt aber zur NVIDIA GeForce 4 Ti 4200, die definitiv nicht mehr funktionierte. So, das Ergebnis mit meiner 9200 war ja schon mal interessant. Also genau diese Grafikkarte hier, die ich in den Backofen geschoben habe, genau, die hier funktioniert. Ah, immerhin, also ist doch gut. Aber jetzt zur GeForce 4 Ti 4200. Da bin ich mal gespannt. So, hochfahren und mal gucken. Ja, die ist immer noch defekt. Gut. Das ist anscheinend ein defekter Grafikchip, da kann man dann wohl nichts mehr machen. Gut, also die konnte ich jetzt durch das Backen nicht mal wieder reparieren. Also ihr seht, nicht alle Grafikkarten lassen sich hier durch Backen reparieren, aber ja, ihr seht, das ist also immer noch so wie vorher, ne? Ja. Ja, also das hat jetzt nichts geholfen. Aber meine 9200, die funktioniert. Da bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher, ob die vorher auch funktionierte oder jetzt durch das Backen wieder flott gemacht würde. Jedenfalls die GeForce 4 Ti 4200, die ist immer noch defekt. Da scheint wohl der Grafikchip wohl was abgekriegt zu haben. Kann man also durch Backen auch nicht mehr reparieren. Gut, aber da ich ja sowieso nichts zu verlieren hatte, da die Grafikkarte so in dem Zustand sowieso nicht mehr genutzt werden konnte und viele durch das Backen ihrer Grafikkarte diese wieder flott bekommen hatten, wollte ich das mal ausprobieren und euch mal hier in dem Video zeigen. Gut, denn bis zum nächsten Video.